Was geht ab, meine Rosie-Fighter-Hose, und willkommen zum Team-Rating-Video Nummer 62. Vielen lieben Dank auch für die Einsendung diese Woche. Ich bekomme aber immer noch häufig die Fragen: Ey, Hose, wie kann ich denn eigentlich an deinen Team-Rating-Videos dran teilnehmen, Freunde? Der Link ist in der Beschreibung. Da steht dran: Team-Rating-Teilnahme. Klickt auf den Link und dann wisst ihr Bescheid, dann bekommt ihr die ganzen Informationen. Um es kurz zu sagen, könnt ihr mir eure Einsendung senden jeden Freitag mit dem Hashtag Team Osodo. Aber beachtet da, dass ihr alles richtig einsendet, Freunde. Und die genauen Infos gibt es, wie gesagt, eben. Ja, Infovideo dazu. Abgesehen davon gibt es die Auflösung vom Team der letzten Woche. Und zwar hatten wir unseren Boy Jogtix. Er hatte ein Pure Saints Team uns gesendet. Und zwar habt ihr ihm da wirklich sehr gut geholfen, Freunde. Ein paar Kommentare habe ich natürlich rausgepickt. Und aus seinen Picks, also wir wissen ja, in dem Pure Saints Team kann man wirklich sehr viel tun. Da geht wirklich sehr viel, da hat man sehr viele Charaktere. Aber speziell unter seinen, mit seinen Charakteren, da gab es für mich nur ein richtiges Team, Freunde. Und das werde ich euch gleich zeigen. Und viele von euch haben das eben auch so hingeschrieben. Und Freunde, das richtige Team, das ich euch hier gleich zeigen möchte, wenn ich mal ganz kurz auch... Ich habe noch ein paar andere nämlich gezeigt. Genau hier, bam. Die hier geht es noch ab am Start, die... Berechtigte Kommentare auf jeden Fall, die richtige waren. Also es waren viele Kommentare richtig, Freunde. Viele von euren Kommentaren, von euren Hilfen waren wirklich richtig. Aber wie gesagt, bei mir gibt es auf jeden Fall, und von den Jungs, die das auch hier gesagt haben, eine Lösung. Und die Lösung ist einfach dieses Team hier, Freunde. Das Team, Freunde, das für mich, meiner Meinung nach, das optimalste Pure Saints Team aktuell und auch von euch Jungs, viele von euch haben das gesagt, und dieses Team ist 1A und dieses Team kann sich unser Boy bauen, deswegen empfehle ich auch dieses Team, LL Super Saiyan 3 Goku Inner Rot Assume mit LL Majin Vegeta, 4 Links ist Over the Flash Rating Limit, wichtig, die brauchen auf jeden Fall ihre Key, Legendary Power Super Saiyan in der anderen mit 6 und 7 Links ist die Zeit, LL Super Saiyan 4 Thales rein raus notieren und Evo Vegeta ist unser Leader, das Team ist wirklich sehr, sehr gut, dementsprechend habt ihr auf jeden Fall richtig geholfen und das quasi unser Verbesserungsvorschlag quasi für das Team von unserem Boy von der letzten Woche. Fangen wir jetzt mal an von dem diese Woche und am Ende gibt es natürlich nochmal ein Team für euch, das ihr dann bewerten könnt für die nächste Woche, Freunde. Alright, und zwar haben wir hier das Team von Gabriel Augen, lieben Dank fürs Einsenden. Er schreibt uns: Hashtag Timoso, das ist mein Full Power Movie Boss Katrui Team und ich bitte um Verbesserungsvorschläge, falls es welche gibt, PS für deine Videos. Dankeschön, mein Boy. Wir haben hier folgendes Team, Freunde. Alle Charaktere entsprechen dem Leader Skill 6 von 10 Punkten, also Max Awake, Max Level, yep, easy, 8 von 10 Punkten an der Stelle. Und dann gucken wir uns das Team hier mal an. Welche Charaktere hätte er noch? Er hätte auf jeden Fall, das habe ich vorhin gesehen, nämlich hier richtig, einen zukünftigen LL Broly. Aktuell ist er noch kein LL Broly, er ist Super Saiyan Broly, heißt, man kann ihn nicht in das Team mitnehmen, weil der physisch auch Super Saiyan Broly heißt, aber... Ich würde sagen, geh ran, also geh, mach dich daran, dass du ihn auf den LR-Status awakes. Ich weiß, man muss sehr viel Zenny farmen, Freunde. Man kann aus den Herkules-Stages Zenny farmen, aus B-Punch-Stages kann man zwar nur einmal in der Woche machen, aber da kann man ja Zenny einfarmen rechts. Sei es, wie gesagt, aus Herkules-World-Tournament-Stages mit den Statuen, Zenny-Stages. Ansonsten müsste man schauen. Ja klar, ich meine, ihr könnt auch viele Friends-Summits machen, dass ihr auf die Statuen da hofft, aber das kann dauern. Guckt am besten mal, welche Events sind gerade online aus den Statuen droppen. Und dann könnt ihr zum Beispiel diese Stages machen. Falls ihr noch Tipps habt, die mir gerade so spontan nicht einfallen, welche Zenny-Möglichkeiten es noch gibt, zu farmen, schnell zu farmen, aus welchen Stages. Es gibt da immer ein, zwei Pocket-Stages, Freunde. Dann lasst es uns auf jeden Fall gerne wissen für unseren Boy. Jedenfalls, genau, die Änderung würde ich machen, wenn du einen LL Broly hast, tust du LL Broly rein für Kevlar, dann hättest du zum Beispiel LL Gohan, LL Broly in der Rotation, du hättest physisch Super Saiyan Broly mit dem AGL Broly in der Rotation, Thales auf jeden Fall rein raus und als Support-Charakter. Und für Metal Cool hast du dich entschieden, richtig gute Wahl, weil hättest du zum Beispiel jetzt den Golden Freezer genommen, der gibt dir nur Movie Boss den Support-Aspekt, dann würde den LL Gohan nicht bekommen, heißt, das kann man auf jeden Fall so machen, wie gesagt, einzige Änderung in Zukunft dann. Also aktuell aus deinem Charakter ist das alles richtig gemacht. 9 von 10 Punkte, weil Broly ist noch nicht awaked. Aber in der Zukunft dann klatscht es auf jeden Fall leider Broly rein in das Team. Und dann wird es auf jeden Fall ein sehr schönes Team. Alright, kommen wir zum nächsten Team. Das nächste Team an der Stelle ist von... Ja, übrigens, ein Q, IQ, Mod, BD. Hashtag Team Osodo, bin am über... Oh mein Gott, seht ihr gar nichts. Nichts zu überlegen. Und zwar, bam. Bin am überlegen, es so zu benutzen. Nur, I don't know, wegen Zyma Omega als Rotationscharakter. Haltet euch fest, Freunde, für dieses Team, was ihr gleich sehen werdet. Denn das Team ist auch ein 10 von 10 Team auf jeden Fall. Wir haben hier Beastie JP. Ein richtig schöner Account, mein Boy. Wir haben hier ein Shadow Dragon Saga Team. Alle Charaktere gehören im Katrolida-Skin an, 6 von 10 Punkte. Alle sind Max Awake, 8 von 10 Punkten. Und ich heul gerade. Der hat alle auf Rainbow, außer der Vegeta. Also wirklich, das ist ein wirklich sehr, sehr geiles Team, was du da hast, mein Boy. Und du musst dir überhaupt keine Sorgen machen, weil du zweimal Omega quasi hast, Friend und den Leader, und die rein und raus rotierst, weil ich sag dir was, also
aus seinen Charakteren ist das halt richtig gemacht, 9 von 10. Und für meine Meinung ist es das auch aktuell das beste Shadow Dragon Team, also 10 von 10 Punkten. Und weil, guck mal, natürlich, wir hatten LS Super Saiyan 4 Goku und LS Super Saiyan 4 Vegeta in der Rotation 6 von 7 Links ist, die sind übertrieben gut gedeckt. Und dann Pan tun wir raus, rein und raus rotieren, richtig. Dann ist es nicht schlimm, wenn du mal Omega-Stellung mit den vierfachen Goeta hältst. Oder an sich vierfachen Goeta mit Full Power Goku. Die hätten da Super Saiyan noch, das wäre auf jeden Fall eigentlich besser. Aber Omega-Stellung, wenn er reinkommt in die Rotation, das ist jetzt nichts Negatives. Das ist nicht schlimm, wenn dein Friend oder du selbst da reinkommst und dein Leader im Endeffekt. Weil der Link ist mit dem kompletten Team auch nicht schlecht. Der Link sich auch gut auf jeden Fall. Und durch seine Passfänge, Angriff und Verteidigung des Gegners und Omega-Stellung selbst individuell ist ein starker Charakter. Also allein da schon, dass es GT-Charaktere sind, synergiert dieses Team richtig gut. Und ob du jetzt vierfachen Gogeta mit Full Power Goku hältst, das geht auf jeden Fall. Oder Omega-Stellung mit vierfachen Gogeta, das geht auch. Also schlimm ist das nicht. Deswegen ist es nicht allzu schlimm. Ich meine, wir können ja nichts dafür. Das sind ja die Leader. Das ist ja der einzige Leader der Shadow Dragon Saga als Dokkan-Fessel-Charakter. Und das ist aber trotzdem wirklich ein richtig geiles Team. Und das ist auch ein 10 von 10 Team, meiner Meinung nach. Also wirklich, das ist richtig gut gemacht. Und gratuliere dir zu dem Team auf jeden Fall. Das ist wirklich ein sehr geiles Team. Das nächste Team an der Stelle ist dann hier von G-Star oder die nächste Einsendung besser gesagt, denn er schreibt uns: Hashtag Timoso Heyoso, du wäre nett, wenn du dir mal mein Dream of Gods Team anschauen könntest. Tolle Videos, mach weiter so, alles klar, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Und zwar haben wir hier gleich, Moment, ich muss immer, ich ab und zu funktioniert das nicht, dass ich einfach zur Seite schauen kann. Jedenfalls haben wir hier ein Dream of Gods Team. Alle Charaktere gehören dem Leader Skill an, 6 von 10 Punkten, also Max Awake Max Level. 8 von 10 Punkte. Und, ihr werdet heulen, aber meiner Meinung nach ist es auch aktuell, es sei denn, ich vergesse irgendjemand, aber ich glaube nicht, dass da, glaube ich, also was heißt glaube ich, aber ich glaube, dass es, ja, jetzt habe ich zu viel, glaube ich, gesagt, keine Ahnung, tut mir leid, aber das ist meiner Meinung nach, ich sag's mal so, meiner Meinung nach auch das beste Dream of Gods Team. Warum? Wir haben Argel Guetta in der Relation mit Vegito, die Link kennen sich sehr, sehr gut. Und dann, wir haben Overland Flash, Fuse Fighter, Super Saiyan und Fierce Battle. Und wenn Argel Guetta sich transformiert wird zu Gogeta Blue, dann kommen Warrior Gods hinzu. Und die zwei Charaktere individuell sind sehr gute Charaktere. Und die in der Rotation ist umso besser. Dann haben wir Strength Frozen mit Goku Black in der Rotation. Die funktioniert auch 1A. Hätten dann natürlich Uri Goku den mal rein und raus rotiert. Aber muss man Sexy Skill, ist nicht schlimm. Der ist auch ein guter Charakter. Linkt auch gut. Er hat der Prepare for Battle Over the Flash für die Charaktere. Also kann man auf jeden Fall machen. Und wir haben Toppo als Supporter. Man könnte sich drüber streiten, ob man statt Toppo AGL West Kai nimmt, denn die hatten 40% Attack und Death Boost, 7% Crit Chance gibt es einfach jedem drauf, also nicht die hier, sondern ihre AGL-Version, aber auch Toppo macht seinen Job auf jeden Fall solide, also da würde ich jetzt nicht meckern, nur wegen dem Supporter, also für mich ist es auch ein 10 von 10 Team. Was sind denn 10 von 10 Teams, Freunde? Nun, ihr habt es ja gemerkt, 8 von 10 Punkte gibt es quasi für die richtige Wahl, dann, also dass alle, also 6 Punkte, sag ich mal, dass alle Charaktere dem Nierskill entsprechen, dann wenn sie Max-Level sind, 7 von 10 Punkte, wenn sie Max-Awaked sind, 8 von 10 Punkte, wenn er das richtige Team aus seiner Krankenliste genommen hat. 9 von 10 Punkte, das hat er in dem Fall auch. Und dann guckt man natürlich noch her und sagt, ist es quasi das beste Team aktuell? Meiner Meinung nach, ja, auf jeden Fall Dream of Gods. Und deswegen gibt es dann nochmal 10 von 10, also den Punkt drauf. Und das ist wirklich ein richtig geiles Team, was du da hast, mein Boy. Und heute gab es wirklich sehr viele und schöne 10 von 10 Teams. Sehr cool. Und, soll jetzt nicht arrogant klingen, aber geil, das auf jeden Fall zu sehen. Und, ey, ganz ehrlich, ist halt JP, so auf JP kann ich das machen, auf JP habe ich die Teams auch und ich kann da auf jeden Fall guten Gewissens sagen, ich bin mich auf jeden Fall dankbar, dass ich dann damals vor 2 Jahren mit JP angefangen habe und da auch Content dazu bringen kann, weil das ist mir sehr wichtig auf jeden Fall. Es dreht sich ja hier um Dokkan, dass ich auch dann JP-Content gut und mit gutem Gewissen bringen kann und dann sagen kann, ey, das ist auch so und so, das funktioniert so und so, weil ich kann die Teams, oh Gott sei Dank, ich habe Zugriff auf diese Teams, Gott sei Dank, und kann auch wirklich sagen, ey, die drei Teams gerade, die waren von meiner Meinung nach auf jeden Fall 10 von 10 Teams, weil ich habe auch Zugriff auf die Teams, sage ich mal, ich kann die auch nutzen auf jeden Fall und ich habe die auch genutzt und die funktionieren wirklich sehr, sehr gut. Alright, dann kommen wir mal zum nächsten Team. Das nächste Team ist von MrGreen97, wäre echt nett, wenn du mein Team bewerten würdest, gucken wir uns das Ganze mal an. Wir haben ja ein Dream of Gods Team, wir haben hier an der Stelle alle Charaktere, die dem Leader Skill entsprechen. 6 von 10 Punkten, also Max Level für ihren Status, ja. 7 von 10 Punkten, aber nicht Max Awake, Uri Goku hat noch ein Awakening, also 8 von 10 Punkte. Okay, hier können wir zum Beispiel halten in der Rotation Uri Goku mit Vegito Blue. Ja, okay, würde Super Saiyan fehlen, Warrior Gods etc. würde trotzdem funktionieren. Fusion Zamasu mit Rosé, gucken wir uns mal die anderen Charaktere an, was sie noch zu bieten haben. Wir hätten physisch Vegito Blue, aber da dein Tag Vegito Blue Awaked ist, kannst du ihn auf jeden Fall nutzen. Guten Gewissens. Dann hätten wir an der Stelle noch Strength Godku. Strength Godku
würde ich dir empfehlen, Awakening und tu ihn dann in das Team rein. Für zum Beispiel Kyogoku Blue oder Ink Vegeta Blue, für einen der beiden. Warte, lass mir ganz kurz reingucken. Eigentlich, guck mal, eigentlich brauchst du keinen wie Kyogoku Blue, weil sowohl die Rotation mit Fusamasu und Rosin und Uigoku mit Vegito Blue, die funktioniert als Link-Skills. Die brauchen nicht Link-Skills. Deswegen kannst du eigentlich beide raushauen, Kyogoku Blue und Vegeta Blue. Strength Godku, warum würde ich gerne einen Strength Godku sehen? Weil Strength Godku, wenn du ihn rein und raus rotierst, du könntest ihn auch mit Uigoku in der Rotation halten, aber ich würde nicht Vegeta Blue rausrotieren. Deswegen würde ich eher Strength Godku rausrotieren. Und wenn du Strength Godku noch im Team hast, dann hat er noch zusätzlich für Uigoku, wenn er in die Rotation kommt, The First Awakens, zum 25% auf den Angriff und Godly Power, was Vegeta Blue hat nicht hat. Deswegen würde ich auf jeden Fall Strength Godku reinklatschen. Und dann könntest du noch einen Supporter reintun, statt dein Kyogoku Blue. Zum Beispiel könntest du den Whisier into Whis Awaken und ihn als Supporter spielen. Wenn du keine Lust auf einen Supporter hast unbedingt, könntest du auch meiner Meinung nach eigentlich in Zamasu noch reintun. In Zamasu ist auch wirklich ein sehr guter Charakter. Den sollte man nicht unterschätzen. Würde ich natürlich dann in der Rotation mit Fusion Zamasu und Argel Rosé besser fühlen, als mit der von Uigoku und Tech Vegeta Blue. Aber das würde auf jeden Fall funktionieren. Das wären quasi meine Ratschläge für dieses Team, Freunde. Und das wär's dann auch schon von den Einsendungen von dieser Woche. Und wir kommen noch am Ende zu euch. Ihr bekommt wieder ein Team, Freunde. Ihr könnt mich dann in den Kommentaren wissen lassen, wie würdet ihr das Team ändern? Wie würdet ihr das Team ändern, wenn ich reden könnte? Wie würde eure Punktzahl aussehen? Und dann pick ich mir da welche heraus. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr auch da mitmacht und mithilft. Und nächste Woche gibt's dann quasi die Auflösung. Das Team, was ich euch diese Woche überlasse, ist von Shady. Lieben Dank fürs Einsenden. Und zwar schreibt er uns: Hashtag Team Osu, das ist mein Movie Heroes Fusion Team. Hoffe, dass du mir ein paar Tipps geben kannst. Mach richtig gute Videos und wegen dir spiele ich viel aktiver Dokumentel. Hoffe, mach's weiter so. Also, vielen lieben Dank für das Kompliment. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Und zwar, ja, jetzt siehst du, jetzt kann ich weiter nicht nach rechts klicken. Was ist da los, Mann? Da sollten eigentlich noch drei andere Bilder folgen. Jetzt. Zum einen, das ist sein Team, Freunde. Geht her, gibt dem Ganzen eine Punktzahl. Dann, welche Verbesserungsvorschläge habt ihr für sein Team? Ich lasse mal ganz kurz die Charakterliste zeigen. Und dann wünsche ich auf jeden Fall euch noch ein schönes Wochenende, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.